Die Mannschaft freut sich brutal auf dieses Spiel, sie sollen es auch absolut genießen, weil es jetzt keiner gekommen und hat gesagt, ey Jungs, ihr hier vom FC Kaiserslautern, am Samstag spielt ihr übrigens gegen Hertha BSC, nicht gegen die zweite, sondern gegen die erste. Nein, das haben wir uns erarbeitet, dafür haben wir den Thüringen-Pokal gewonnen, da sind wir unheimlich stolz drauf. Erinnert euch, Halbfinale, Elfmeterschießen gegen Meusewitz, Finale gegen Wacker Nordhausen, auch nochmal eine Mannschaft, die uns alles abverlangt hat, haben das Ding dann geholt und somit können wir es jetzt auch genießen. Ganz besonderes Spiel gegen eine Mannschaft, die einen klangvollen Namen hat. Hertha BSC, die alte Dame, Marktwert zwischen 60 und 70 Millionen, sehr aktiv gerade auf dem Transfermarkt, haben Luke Bacchio im Raum, 11 Millionen, haben ihren Torwart transferiert, Christensen in die Serie A, ist dort gerade noch ein polnischer Nationalspieler gekommen und ja, sie haben mit Tabakovic auch einen Stürmer geholt für eine 500.000 Ablöse. Ich meine, das ist ungefähr der Etat von meinem Kader, von unserem Kader. Der die erste und zweite Liga in Österreich schon komplett zerschossen hat. Da kommt ein richtiges Brett auf uns. Da können wir im Grunde eigentlich nur gewinnen. Wenn du normalerweise 10 Spiele gegen die machst, verlierst du 9. Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen. Ja, weil es einfach nicht alltäglich ist. Ne? Also es ist was ganz Besonderes, diesen Wettbewerb zu spielen, solche Spiele zu spielen gegen höherklassige Gegner. Gerade als Unterklassiker natürlich ein absolutes Highlight, mal sich mit so einem Verein zu messen. Und ja, das macht das Ganze so besonders. Es muss ein absoluter Sahnetag für uns werden. Da muss schon vieles zusammenpassen. Du musst vor allen Dingen rennen, du musst sehr viel laufen, du musst die Lücken schließen, du musst einfach gucken, dass du ja, an die Grenze gehst, über die Grenze hinaus. Es wird gar nicht anders gehen, weil die Qualität bei Hertha ist einfach im Kader mit drin. Sie haben auch in den ersten beiden Spielen, auch wenn sie verloren haben, viel Ballbesitz gehabt. Sie haben viel geflankt, sie haben viel geschossen. Ich glaube, das ist irgendwann auch der Frage der Zeit, wenn sie dann in der zweiten Liga dann richtig durchstarten und da die Punkte einfahren werden. Mann, wir werden alles raushauen. Also es gibt jetzt wenig, wo wir sagen können, komm, da hauen wir jetzt nicht alles in die Waagschale rein. Die Jungs, die bei mir im Kader sind, die wollen ja da mal hin. Die wollen ja mal in die zweite Liga oder, sag ich mal, anderen Fußball auch erleben. Beste Chance, sich dran zu messen, den Gradmesser für sich rauszuhauen. Boah, wo bin ich, wo stehe ich? Und ja, einfach genießen, Fußball spielen und mit 12.000 oder fast 12.000 Zuschauern hier dieses Event einfach einatmen. Absolut, also ich glaube, es ist auch mal geil, dass dieses Stadion jetzt endlich fertig wird und mal so eine Kapazität hier reingelassen wird. Und das ist einfach, ich glaube, für uns, für den Verein, für die ganze Stadt ist es ein Riesen-Highlight und das werden wir genießen wollen. Ja, absolut, also es ist, glaube ich, Wahnsinn. Wir Spieler haben es ja jeden Tag mitbekommen, dadurch, dass wir täglich hier sind. Jeden Tag sieht man hier Fortschritte und wie viele Menschen hier auch ein- und ausgehen. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier geleistet wird und wie die Jungs und Mädels da ackern. Deswegen auch von Mannschaftsseite ein riesen Dankeschön, dass wir dann das Spiel in dem fast fertigen Stadion spielen können. Das ist einfach Wahnsinn. Es wird eine brutale Energie in diesem Stadion drin sein. Ich meine, wir haben jetzt schon mal diesen Vorlauf gehabt, auch im Derby gegen Erfurt hier zu Hause mit 8.700. Aber 11.800 ist schon nochmal eine andere Nummer. Samstag bei perfektem Wetter. Es wird schon eine heiße Atmosphäre. Ich glaube, das wird die Jungs auch tragen. Jeder Ball, den wir aus dem Stadion schießen, den wir nach vorne grätschen, jeden Zweikampf, den wir gewinnen, den werden sie, glaube ich, schon auch bejubeln und ja, das einfach sehen, dass sich dort eine Mannschaft zerreißt. Wird toll, freuen uns drauf, werden es ja, nicht vergessen, hoffentlich, und freuen uns sehr auf das Spiel. Ja, ich glaube, ich bin so gut präpariert wie die ganzen Spieler, die ganze Mannschaft. Hauptsächlich ist es Vorfreude. Wir haben jetzt natürlich auch Hertha schon mal ein bisschen analysiert und ja, werden dann schauen, inwieweit wir an unser Leistungsmaximum rankommen werden. Ja, wir können im Grunde aus den Vollen schöpfen. Auch Maxi Kraus wird jetzt wieder zur Mannschaft mitstoßen, wird heute mittrainieren. Klar ist jetzt für ihn relativ verfrüht, vielleicht noch zu sagen, dort einen Einsatz zu sehen. Aber können aus den Vollen schöpfen, haben alle mit dabei, freuen uns drauf, können
alle mitnehmen, was für die Jungs auch wichtig ist. Ja, ich glaube, von unserer Seite braucht es auf jeden Fall eine Riesenleistung. Viel Laufen, viel Arbeiten, Gegenball vor allem, eine super Defensivleistung. Und dann braucht man natürlich auch das Glück, was dazukommt, um einfach ja, vielleicht zu hoffen, dass Hertha nicht den besten Tag erwischt, wir einen Riesentag haben und dann eben mit diesem Quäntchen Glück einfach die Sensation zu schaffen.